Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React hier auf Pietz mit TV mit dem Bram, dem Christian, dem Jonathan und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt 25.000 Likes geschafft, deswegen machen wir noch ein Video. Wir schauen uns heute... Wait, war das nicht schon das gestrige? Ja, das war das vorletzte. Aber hab ich das vergessen. Ja. Wir schauen uns heute die Twitch-Clips der Woche an. Das ist ja vielleicht etwas umstrittenes Format, aber zwischendurch geht das mal. Würde ich sagen, weil wir da halt echt viel Spaß dran haben, unsere Freundinnen und Freunde von Twitch zu sehen. Und außerdem geht es hier um die Tittenpartnerschaft, wo Bram meint, das war eine super Idee von den Freuds. Und das fand ich mega gut. Wir wollen ja alle wissen, wo es da drum geht. Also gucken wir uns das an. Twitch of Germany am Start. Ich starte das Video von Twitch of Germany. Ich lache. Trotzdem gucke ich mir das an für die Views. Keiner mag mich, das ist puh. Sehr gut, Liebe und Hasse sie zugleich. Ja. Aber weiter rühren. Ja. Ich bin super wieder ein. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Okay. Oh nein. Oh nein. So, dann klappt nämlich auch der Jump im First Try. 50er nehmen wir hin. Wie kann man denn, das ist doch so voll der Basic Jump, oder? Das ist doch so ein Jump, den jeder Noob lernt. So, Achtung, Jump. Der erste Versuch. Niemals. Jawohl! Das ist ein unmöglicher Jump. Prilux, Noob, was ist hier los? Das ist so doof. Hier wird alles mit Bier vollgesifft sein und kleben. Das macht keinen Sinn, aber ich mach das jetzt. Ja, das ist so ein Stechen. Das macht keinen Sinn, dass ich das jetzt tue. Du musst vorher noch ein bisschen schütteln. Ja, genau. Ich glaub, das hat er wahrscheinlich schon. Aha, okay, ja, okay. Hat er schon. Und los. Okay, Leute. Du musst schnell sein. Oh Gott. Ja, aber war schnell. Aber schnell. Aber. Anders. Recap. Das ist nicht ganz leer. Wow. What the fuck? Was war das denn? Mega gut. Geil. Einer, der es fühlt. Alien Isolation war echt. Danke. Dass er sich selber überrascht hat. Dalu, Alter, ey, der hat doch. Also, der ist schon krass. Nein, der wusste selber nicht, ob der trifft. Ein paar Mal habe ich dir mit dem Game zugeguckt, aber jedes Mal, wenn die das gespielt haben, haben die über dieses Spiel gemeckert, weil irgendeine Klasse total OP ist, irgendwie die Assassinen oder so, aber die haben trotzdem immer weitergespielt. Alter, 274 Meter! Peter! Ich kenn's nicht, das gute alte Stufe 1, aber ich nur Level 5 Headtrain. Oh, mein Hut! Ups, meine Brille. Ja, gutes Spiel. Das kenne ich irgendwoher. Ja, das passt dazu. Habt ihr das? Wait, war ich dabei? Nee, nein. Da war okay, gut. Wir mussten Lämmer. Pass auf, das Spiel geht darum, du musstest Ziegen sammeln im Haus. Mhm. So wirklich so kleine Ziegenlämmer, und die musstest du dann ins Feuer werfen. Und 10 Stück. Und pro Ziege, die du verfeuerst hast, wurde der Gegner, der hinter dir herrannte, immer schrecklicher. Alter. Und unangenehmer. Das war die Bauer. War das ein NPC-gesteuerter Gegner oder? Ja. Ja. Okay. Okay, klingt lustig. Ich ernähre mich von Fugenmoos.
Seitdem Twitch die Subs günstiger gemacht hat, kann ich mir aber nichts mehr leisten. Was will ich machen? Es ist vorbei. Der Traum ist geträumt. Und in dem koreanischen Sternzeichen, Tiersternzeichen, Was? Tierkreiszeichen. Jay, bist du's? Das zufällig heißt, dass sie Jayless heißt? Koreanisches Tierzeichen kreisen. Oh mein Gott. Alter. Oh Gott. Tierkreiszeichen. Wenn die Bombe in die Fuel confused. Is the best fucking weapon ever. Use it all time, it's... So. Oh mein Gott. Das wollen wir jetzt nicht weiter analysieren. Oh mein Gott. Oh nein, wird anal gesagt. Was, Funk? Ja. What the fuck? Stark, gutes Spiel. Gestern noch den Entwickler darüber gesehen, der über dieses Spiel interviewt wurde. Na, kann noch erzählen, wie geil das ist. Medieval Dynasty. Das steht immer oben rechts. Ach, da, ja, okay. Oben links steht immer hier, ne, Kanal, oben rechts muss ich machen. Ja, okay. Sehr gut. Hey, die Bugs hatte The Forest am Anfang auch, da weiß ich auch noch, wie Christian durch den Wald geflogen ist. Oh, das aber wenn ihr gleich hängt, ich werde ihn nicht befreien. Ciao, ich habe mich von auch nicht befreit. Und sagen, dann fangen wir wirklich an. Versprochen. Oh Gott. Kabel ist rück. Aber ey, ganz ehrlich, lieber dich selber umreißen als alles vom Tisch. Ja, ja, definitiv. Als es jetzt wäre, wenn es nicht verboten wäre, weil zum Beispiel voll viele Leute fahren ja auch betrunken Alkohol. Who knows? So. Vielleicht würden Leute, wenn Alkohol verboten wäre, weniger Alkohol. Moment, ich muss kurz. Das glaube ich nicht. Moment. Die fangen dann an selber zu brennen. Das kennen wir doch alles schon. Seid einfach. Was ist denn hier? Ja, sie hat, glaube ich. Habt ihr gesehen, eigentlich jetzt vor kurzem hat die ein Bügelbrett aufgebaut, darauf einen Bär gemacht, den ganzen Raum rot verdunkelt, hat sich eine Schweinemaske aufgesetzt, ein Messer genommen und den rektal operiert. Ja, ja. Nein, das habe ich zufälligerweise. Nee, aber nicht den musst du mir auch nicht gesehen. Schicken. Also, nee, gut, aber das ist eine Sache, wo ich mir denke: so, kommst du da spontan im Stream drauf? Oder bereitest du dich auf den Stream? Ich glaube, das ist vorbereitet. So. Ach, Alter. Gutes Spiel. Das sieht aus wie für nur einen Versuch. Nee. Ja! Ja! Das sieht aus wie nur ein Versuch. Stimmt! Oh, Alter. Leider, sorry, Game. Mike hat sich überhaupt nicht dafür, hab ich gehört. Ja. Oh, guck mal. Ist das denn? 16, niedlich. Ja, das ist halt das Ding. Sie muss halt 16 werden, damit sie mit mir halt im Multiplayer dann spielen kann, weil wir wollen es auch zusammen spielen. Das ist echt so geil, das ist auch noch Kontext-Ding. Oh, ja, Sepp hat safe über Level geredet. Safe. Nee, glaub ich. Ja, ja, klar. Du, der du diesen Nordheim suchst, im Namen des Herrn, befehle ich dir, dorthin zurückzukehren. Verpiss dich, verpiss dich. Oh mein Gott. Ja, das, ich du muss mir Deutsch verbessern. Aber ansonsten, zum Ende hin war... Fucking hell! Wenn ich kein Psycho bin, was sonst? Bist du gerade nicht auf Ready oder ist das unser... Oh, ich hab Wandy Hop schon gedruckt. Ich hab Wandy Hop schon gedruckt. Ja. What the fuck, kannst du bitte nochmal zurückgehen? Ich glaube, das war ein Fuß. Das war ja, das ist mir schon klar, aber jetzt habe ich dann erst kapiert, dass sie Angst hat, dass da ein Pimmel in ihrem Bild ist. Aber ich habe das nicht gecheckt. Ha! Das finde ich lustig. Auf die Plattform Twitch. Denkst du dir nichts dabei? Zack, ist es eine Datingbörse, ne? Zack. Aber das sieht man direkt. Guck mal, wie sie reagiert. Wow, das ist mein Traum, Mann, ne? Das denkt ihr sich gerade, guckt mal. Guck mal. Sie ist verliebt in mich, Chat, ne?
Eindeutig, ja, bei dem Blick sagt, von was ihr wollt. Von Mischbaum, da wäre ich mal vorsichtig. Das kann auch ganz schnell in ich töte dich gehen. Killer hier drüben, du guck doch mal rüber, was ist los mit dir? Einfach hergucken, wir sind beide hier. Ja, komm her! Schnapp ihn bitte. Ich bin so böse! Tattoo schreibt man mit Doppel-E, oder? Was? Okay, das hat keiner gehört. Oh, ich nehme noch ein Schwert. Kann ich, ja, ich kann noch ein Schwert nehmen. Blondie, wenn du F10 okay. drückst, kriegst du so eine kleine Hilfestellung. F10? F10, na. Ja. Ja, wieder gut. Das ist perfekt. Ein Amazon-Geschenk. Wirklich. Das haben wir ein großes Geschenk bekommen. Echt geiler Schlafsack. Nein, der ist zu klein. Heinz, du bist heute Abend für sehr hochschaust, aus kleiner dann 3D. Alter, wieso ist das Vorleseding auf Holländisch? TV, vielen Dank von einem Finde ich auch gut, grundsätzlich. Aber sie hat reingepasst. Day. Marvel's TV, vielen Dank von deinem Raid. Herzlichen Glückwunsch. Hast du einen Glückwunsch? Was laber ich da? Herzlich willkommen, meine ich. Herzlichen Glückwunsch, dass du mich geradet hast. Das könnte uns auch passieren, wenn wir so Brain Afghan zocken sind. Jo, Junge, Alter, der ist nah. Alter. What the fuck? Auch on spot. Last player standing. Hello. Okay. Okay, okay, Gott, das war's klar. Ey, ich sag mal so, irgendwann ist Gaming dann nicht mehr so gesund. Hallo, der ist halt Pro-Gamer. Ja, okay, aber ich, also, ja. Also, der Abstand zum Bildschirm ist halt schon. Ja. Meinst du, der ist ungesünder als der Abstand, den wir so haben? Ja. Okay. Das ist, wenn du mal in die Taschenlampe guckst. Du hast dauerhaft. Ich glaube, Peter ist auch so jemand, der immer nur so 10 Zentimeter vom Bildschirm wechselt. Aber du hast, aber das ist halt schon, du hast dauerhaft. Ich kann meine Bildschirme alle nicht berühren. Ich kann auch meinen Bildschirm nicht berühren von hier aus. Also, doch, den rechten könnte ich berühren. Du kannst den nicht berühren, wenn du nicht nach vorne lehnst. Ja, doch, wenn ich nach vorne lehne, natürlich schon. Aber wenn ich nach vorne lehne, schon hart über den Schreibtisch drüber lehne, damit ich da rankomme. Bei mir ist es tatsächlich exakt eine Armlänge Abstand. Ich komme so gerade mit der Fingerkuppe vom Mittelfinger dran. Ja. Und er kommt da mit der Nase dran. Quasi. Ja. Mit welchem? Okay. Magst du die Kamera schwenken? Bist du ein wenig verwirrt? Wo sitzt du da? Machen wir gleich. Lass uns hier kurz die Tüte noch zu Ende bauen. Nein, immer wenn ich drin bin, rutsche ich raus. Ich kümmere mich um die Dinos. Ja, danke. Kein Problem. Ich sehe keinen einzigen. Ich sehe dich nicht. Ja, ja, ich sehe dich platt. Ich muss mal ganz kurz das Ladekabel holen. Oh Gott! Hey, what the fuck? What the fuck? Katze, was ist mit dir? Bist du doof? Ja, was ist passiert? Also ist was gebrochen oder? Nee, ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Also ich. Ja, es wird das fühlen, glaube ich. Wenn es gebrochen wird, wird man das fühlen, glaube ich. Ich habe ja einen medizinischen Background, weißt du, ne? Wer hat. Wo kam das Geräusch her? Wer war das? Naja, jedenfalls. Diese Anfrage wäre professioneller als das, was ich meistens in meinem Postfach habe. Es sind zu wenig Reibschrechtfehler. Jetzt sind wir. Das tut richtig weh. Wenn du nur mit den Fingerkuppen da irgendwo gegenschlägst. Das tut so weh. Hat direkt einen Unfall gemacht. Da habe ich dir zugeguckt. Meine Fresse! Oh nein! Oh, shit. Ja, da muss man sich dann nicht dran gewöhnen. Schon. Da habe ich sie danach davor geradet.
Okay. Aber es hat mich irgendwie im Bann gezogen. Da habe ich irgendwie nochmal so eine Viertelstunde dran gesessen und angeguckt. Von der Bruder. Oh Gott! Was es alles in Italien gibt. Leute, ich sage euch eins. Für die ganze Familie. Italiens Gewässer sind unergründet. Ach, ist das herrlich. Ja, ja. Da hat wohl wer ein Auge auf mich geworfen. Ja. Kapuze ist einfach für mich männliche Milchbaum. Ist echt so. Kapuzenwurm ist einfach göttlich. Ich liebe ihn so sehr. Ist so lustig. Ja, genau. So motiviert will ich dich jetzt sehen. Genau so. Okay, ich geh rein. Okay, let's go. Und töte alle, zeig ja? Zeig dir was. Okay. Ja, ich zeig dir was. Naja. Jemand mal 7200 Euro spendet, dann bekommt er eine Patenschaft für meine Titten. Geil, wenn wir heute 7200 Subs machen, machen wir das. Damit ist es gesetzt. Oh Gott, ich hab nur Angst. Ist sie? Noch ist nicht aktualisiert? Oh Gott! Aber es ist bereits gezündet und jetzt hat er aktualisiert. 7293. Okay. Es klebt überall. Alles ist voll. Meine Community weiß, dass ich sehr viel sabber. Nice! Ich bin halt voll geil, dass die halt eiskalt durchgezogen haben bis zum Ende. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Alter, haben die jetzt eigentlich für die 7200 Euro beide oder nur eine? Ne, die haben beide und die haben auch richtig viel dafür gekriegt, ja. Also so unter anderem, also da gibt es so ein Zertifikat, ich habe aber das noch nicht gesehen, aber da waren wir so irgendwie einmal im Jahr waschen und so ein Scheiß ist da mit dabei. Also, oh, what the fuck, okay. Also das ist halt schon komplett freaky, aber ich finde es trotzdem irgendwie eine geile Aktion, dass es durchgezogen hat, weil es halt einfach... Weil wenn die nur einmal im Jahr gewaschen werden, dann ist das ganz schön... Nein, einmal im Jahr dürfen die das machen. Ach so. Patenschaft, let's go. Ich habe davon gehört. Ich habe es mitbekommen. Wir haben darüber gesprochen. Aber was? Ihr habt doch echt einen Schuss, oder? Hä? Du hast es doch haben wollen. Ich gratuliere euch zu eurer Patenschaft. Wir können noch mal. Okay, ja, gab es da noch Nachspiele? Ja, scheiße, ja, ganz viel. Wir brauchen mehr Sub-Goals. Und mit dem Geld machen wir dann auch Sachen. Ja, also da gab es ganz viel. Die war dann zur Morningshow noch bei denen unter anderem zu Gast. Auch in anderen Videos war die zu Gast. Also ich kenne auch nicht alle Details, aber das ist ein Riesending gewesen. Die Freuzeit hat auch gut ausgespielt, muss ich sagen. Und ich weiß jetzt nicht, worauf die sich am Ende geeinigt haben. Ja, auf jeden Fall haben die jetzt lebenslange Partnerschaft auf die Titten und können die waschen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die alles dürfen. Alright, gibt aber auch ein Zertifikat. Ja, okay. Das ist auch wichtig. Ist wichtig. Mori, wir können noch mal gucken. Leute, habt ihr das eigentlich auch, wenn ihr super lange Klopapier benutzt, wenn ihr oft hintereinander auf Toilette müsst, dass euer Arsch richtig brennt? Mori, da habe ich einen Tipp für dich. Der hat mal gesagt, wie super weird er Leute findet, die feuchtes Toilettenpapier benutzen. Ja, das benutze ich auch. Das awesome. Benutze ich auch und das solltest du vielleicht auch mal. Wenn du mal so einen Tag hast, ich meine, jeder hat ja bestimmt schon mal so einen Tag gehabt, nutzt feuchtes Toilettenpapier. Ja, aber nicht dauerhaft, das machst du am Ende. Weil dann hast du immer noch gefühlt... Dann ist sauber. Ja, genau. Weil wenn du nicht feuchtes Toilettenpapier... Also dann ist... Ja, also wenn du denkst, dass durch das trockene Papier, okay, reicht schon, du bist fertig, nimmst du nochmal feuchtes Toilettenpapier, denkst du eigentlich, oh, was ein Glück, dass ich das feuchte Toilettenpapier nochmal benutzt habe, denn eigentlich war ich noch nicht fertig. Ja. Das, was Jay sagt, ist halt aber, true. Aber ne, hier, Mori, guter Tipp. Ja, wie sieht das bei dir aus? Hast du eine eigene Maschine dafür? Du bist so still. Bidet. Bidet mega. Aber das spritzt das doch immer durch die Gegend. Nein, Bidet ist mega. Ist mega. Ich habe nie ein Bidet benutzt, ehrlicherweise. In Japan. Alternativlos in Japan. Bidet ist doch für die Dame gedacht, oder? Was? Bidet ist, wenn du groß warst, danach gehst du auf ein Bidet, machst mit dem Bidet deinen Arsch doch sauber. Oh.
Aber okay. Dann ist das also, ich weiß, für die vielleicht kann man das auch für die Vaginalreinigung nutzen, das ich weiß dachte, ich nicht. Wäre aber dann, dann hat mich irgendwer damit verarscht. Was? Ich hab das Ich hab doch diese Dinger benutzt oder gehabt. Damit die auch im Stehen pinkeln können, meinst du? Dann hauen die sich da so drüber. Nein, zum sauber machen. Keine Ahnung, zum sauber machen halt wirklich. Okay. Aber. Da fühle ich halt echt verarscht. Muss das nicht dann. No way. Dann sitzt die doch falsch rum da drauf, oder? Keine Ahnung! Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht geht das ja. Ich weiß, ich bin keine Frau, aber ich weiß halt, wo. Für einen Anus definitiv. Es dient zur Reinigung der Genitalien des Anus und der Füße, ja? Der Genitalien ist das Erste, was genannt wird. Also bin ich gar nicht so falsch. Ja, nee, aber Männer können das auch benutzen, um ihren Arsch sauber zu machen. Ja, okay. Ja, aber dann war ich habe jetzt nicht so gedacht, dass das primär für Frauen gedacht sind. Frauen sind, auch wenn sie akrobatisch talentiert sind, schaffen sie auch im Stehen zu pinkeln, wahrscheinlich in Stehtoilette. Ja, aber BDs gibt es auch in Männerklos. Ja, das habe ich doch nie gesehen. Okay. Oh Gott. Oh. Stinkt das denn da? Oh Gott! Was? Kamerafehler. Bist du dieser ältere Herr von Twitch Clips Germany mit den creepy anrüchigen Kommentaren immer? Ja! Was? Also höchstwahrscheinlich ja? Aber was? Ich weiß gar nicht, die Leute sagen immer alter Adam und so, aber ich glaube, dass die Laune da trotzdem eher so. Entschuldigung. Jetzt rede ich! Wollen wir noch unten gehen? Sorry, das war hier meine. Ich hab Feuerwehreinsatz. Tschüss. Ich muss hier weg wegen Peinlichkeit. Tschüss. Oh nein. Ah. Tobi, bester Autofahrer der Welt. Jo. Da bin ich für bekannt. Es gibt dann auch, sagen wir, den Steher. Das ist der Captain Morgan. Was macht Torula? Was tut er? Der Steher, nicht wahr? Es gibt vielleicht auch den hier. Also den gibt es auch. Und ganz wild wird es, wenn du dann mit so einem Spiegel. Worum geht's denn da? Rasier. Um Rasier. Ach Teamrasur, so. Ja. Alter, ich hab das erst nicht gecheckt. Oh. Spring. Oh. Spring. Nein. 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 Spring. Nein. Nein. Oh. Was ist das für eine Verkettung von unglücklichen Umständen? Anitine. Ja, moin, genau. Smoking wrong. Oh mein Gott. Ich bin insane. Ich bin insane. Ah, schön. Neues Outro ist scheiße. Ah, ein paar nice bye. Ja. Das war auf jeden Fall. Die besten Clips der Woche. Gucken wir morgen dann die nächste wieder direkt an. Ja, oder? Genau. Wir machen jetzt wieder ein paar perfekt. Die Woche wieder. Nice. Wir müssen mal gucken, wofür ich es abgeholt zu nehmen. Ja, vielen lieben Dank fürs Einschalten heute wieder bei dem React. Wir freuen uns schon gemeinsam auf das Morgige. Bis dahin. Haut rein. Ja. Ja.